Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft-Mod. Wie ihr seht, befinden wir uns jetzt gerade noch im ganz normalen Minecraft. Da hinten ist übrigens ein Dorf, sehe ich gerade. Das ist ganz toll. Aber ich habe jetzt meinen Rucksack dabei. Das ist ein Backpack-Mod, die habe ich gerne immer dabei installiert. Und da habe ich alles drin, was wir brauchen. Nämlich wohl ein Feuerzeug, schönen Stil, das zeige ich jetzt nicht, wie man das herstellt. Und 8 Gold-Nuggets, die legen wir hier einmal im Kreis an. Zack. Das ist, weil ich noch im Creative bin. Und wir bekommen einen Goldring. Oh, weiß nicht, wie es funktioniert. Wie funktioniert das? Aha. So. Ein Goldring gecraftet. Was machen wir jetzt mit dem Goldring? Ich weiß es noch nicht. Ich mache erstmal ein Feuer. Und ich glaube, ich schmeiße ihn einfach mal rein. Boom! Der eine Ring. Meine Damen und Herren, und ihr hört es auch schon, Portalmusik. Rein da. Und damit befinden wir uns. In Mittelerde. Und was uns hier erwartet, seht ihr nach einem kurzen Cut. Bis gleich. So, da sind wir. Und zwar fangen wir an im Shire. Aber bevor wir das machen, würde ich immer noch gerne sagen, das ist eine große Mod. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Also lehnt euch zurück, guckt zu oder vielleicht pausiert mal eben und holt euch einen Kaffee oder so. Wir fangen an im Shire. Wie man sieht, sind hier schon Hobbits. Alfred Grimgamage the Hobbit zum Beispiel. Steht oben links. Und wir gehen jetzt auch mal in so eine Hobbit-Hütte rein. Rudy Roppel the Hobbit. Bei denen sieht es halt hier so aus. Ist ganz nett gebaut. Hier brauchen ein paar Bücher, falls man also Verzauberungssachen braucht. Und ja, hier ist auch Essen auf so Tellern. Kann man sich alles mitnehmen. Das interessiert die eigentlich einen Dreck. Hier sind Hobbitöfen. Damit kann man mehrere Sachen auf einmal schmelzen. Hier muss man halt irgendwas reintun und dann schmelzt das durch. Ah. Habe ich zweimal. Hab gar nicht aufgepasst. So. Hier sind Kuchen, die man essen kann. Und das habe ich gerade aufgebaut. Das ist nochmal der Hobbitofen. Nochmal zum Zeigen. Also alles mit hier reinschmeißen. Kommt hier alles mit hier unten raus. Und dann Kohle rein. Hier kann man Bier oder ähnliches brauen. Wie genau das funktioniert, müsst ihr euch dann selber rausdenken, weil das sonst zu lange dauern würde hier. Und hier sind noch so ein paar Sachen. Es gibt Mug of Water, Mug of Milk kann man sich dann machen. Und ganz viele verschiedene Sachen zum Trinken. Ich nehme jetzt mal Meat. Und gönnen wir das gleich mal im Game Mode Survival. Gönnen wir das mal. Wir sind jetzt 1 Minute 20 Nordsee. Das ist natürlich ganz geil. Wir nehmen uns mal Milch. Das müsste ja den Effekt aufheben. Aha, sehr gut. Dankeschön. Wie gesagt, Alkohole halt kann man sich ein bisschen betrinken. Dann gibt es natürlich Wheat, und zwar Samen, Leaves, also Blätter und Plants. Dann kann man sich daraus Hobbit-Pipes machen. Oder trinken das viele bei mir im Hintergrund. So. Und dann gucken wir hier mal, da gibt es einmal, das ist White Smoke, Yellow Smoke und Magic. White. Wie tut man das noch gleich? Wie ging das denn nochmal? Irgendwie funktioniert das doch. Oder geht das nicht hier drin? Dafür rausgehen. Normalerweise ging das mit Rechtsklick und dann kamen da so schöne Sachen raus. Vielleicht, weil ich. Gehen wir wieder zurück in Game Mode Creative. Aha, da geht's natürlich. Irgendwas fehlt also noch. Weiße Ringe. Schön, wa? Die gibt's natürlich dann auch in verschiedensten Farben. Zum Beispiel in Gelb. Und die magische macht kleine Schiffchen. Wheat Wizard. Achievement Get. Da kommen wir auch später. Weil wenn jetzt aber schnell genug ist, könnte man da ein Schiffchen durchfliegen lassen. Ah, die fliegen genauso schnell. Das ist natürlich doof. Das können wir mit zwei Spielern machen. Das können wir also auch schön im Multiplayer spielen. Und ja.
ganz witzige Sache mit den Pipes. Dann kommen wir. Ja, die sammeln sich alle. Das ist noch ein Hobbitring. Oh, die puffen auch. Dann gibt es kleine Pouches, also kleine Beutel, wo man Sachen reintun kann. Ganz viele Sachen zum Essen. Lembas Brot natürlich. Und ganz viele von den Hobbits. Da gehe ich nochmal eben kurz nach draußen und werde nochmal ein paar verschiedene spawnen. Und zwar haben wir hier einmal ganz normal einen Hobbit. Dann Shire Ponys gibt es hier. Sieht aus wie große Pferde, aber egal. Bartender, es gibt nämlich auch Bars noch. Ich habe keine gefunden. Drunkard, also jemand, der getrunken hat. Sheriff, einer auf dem Pferd. Und der Chief. Meistens kann man noch mit denen reden. This ale is delicious. Oh, what do you want? You don't look like you're from around these parts. Bla bla. Dann habe ich noch die Butterflies vergessen. Die kann man hier so schön spawnen, wenn man lustig ist. Yay! Butterflies! Und dann noch die Dinger, die gibt es nur im Creative, glaube ich. Und zwar kann man Hobbithäuser spawnen lassen. Zack! Da ist ein Hobbithaus. Hobbit-Tavernen kann ich mir jetzt auch eine spawnen lassen. Zack! So sehen die aus. Zum grünen Pferd heißt das hier. Da kann man sich auch mit diesen Mugs, wenn die denn leer sind. Ah, da. Leere Mugs. Den kann man sich auch hier von was rausziehen. Irgendwie ging das mal. Naja. Weg damit. Und dann haben wir noch ein Hobbit-Picknick-Bench. Hier hin. Zack. Schön, oder? Super toll. Und damit wird das Shire abgeschossen und wir bewegen uns ins nächste Gebiet. Jetzt sind wir im Gebiet Rohan. Und man sieht hier auch schon ein paar Pferdchen und da sind auch schon ein paar Reiter von Rohan. Wie heißt er? Freewine of the Rohirrim. Irgendwas. Das ist. Ja. Hier sind ganz viele halt Reiter von Rohan. Irgendwie logisch. Wenn wir jetzt mal hier in Spawning reingehen, kann man hier auch ganz viele. Rohan-Reiter. Rohan. Rohirrim. Rohirrim Archer. Rohirrim Marshal. Kloppen den. Achso, Red. Natürlich. Archer. Marshal. Kann man alles spawnen, wie man lustig ist. Ich glaube, die Reiter von Rohan haben gar nichts Spezielles sonst hier. Rohirric Crafting Table. Ja, es gibt für jeden, fast jeden, einen eigenen Crafting Table, wo man halt Sachen performen kann, wenn man plus 1 oder mehr hätte. Dann kommen wir jetzt auch gleich mal eben zu der Leiste oben. Fliegt mal nach oben in die Luft, so. Und die steht momentan bei 0 und geht halt nach links zum Guten und rechts zum Schlechten. Und wenn wir jetzt einen von denen hier töten würden, dann würden wir schlecht werden, also böse werden. Und wenn wir einen von den Bösen töten würden, würden wir gut werden. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht oder wie böse wir sind, können wir halt mit den verschiedenen Leuten traden oder Quests annehmen oder ähnliches. Verstanden? Gut. Dann. Oh, was ist das denn? Da fliegen wir nochmal ganz schnell eben hin. Ist, glaube ich, auch noch Rohan. Das ist auch noch Rohan. Kleiner Außenposten Rohans. Hier ist auch ein bisschen Miet drin, ein paar Pfeile drin. Da ist noch einer. Gibt da so ein paar von denen. Und wir sind wieder weiter zum nächsten Gebiet. So, jetzt sind wir hier im Fangornwald. Was ihr auch sieht, hier ist ein schöner dicker Baum. Hier ist auch alles sehr dicht und auch sehr durcheinander. Ist ja auch gesagt wurde in Film und Buch, dass hier nicht nur einzelne von der gleichen Sorte stehen, sondern halt alles Mögliche. Und natürlich gibt es auch Ents. Longfather, the End. Auch noch Geräusche eigentlich, wenn die laufen. Beweg dich mal. Gehört? Die sind sehr laut. Die dürfte man also hören, wie die sich bewegen. Ja, und das ist eigentlich auch so gut wie alles. Huh.
Geh weg. Alles aus dem Fangornwald ist ja halt sehr dicht und sehr durcheinander und ja, ganz schön. Jetzt sind wir in Lorien oder Lothlorien eher gesagt angekommen. Ich flieg mal schnell hoch. Man sieht schon, es sieht echt schön aus, muss ich sagen. Diese bunten Bäume. Und hier sind wir auch in so einem Elfentower. Hallo. Are you an Elf-Friend? Ja. Auch hier gibt es einen Crafting-Table von denen. Es gibt sogar Betten von den Elfen. Es gibt eigentlich alles, was es zu den anderen Rossen gibt. Wir können auch nochmal hier eben Elf eingeben. Dann haben wir hier ganz viele Mob-Spawner, bla bla. Spawn Elf. Elf Warrior. Elf Lord. Wood Elf. Wood Elf. Warrior, Captain Scout. Und so weiter. Lookout Plattform. Und Haus und Elf Knochen. Zack. Gucken wir uns jetzt eben schnell an. Runter hier. Oh, da habe ich einen Elf gespawnt. Ist ein bisschen geruckelt. Ein Elf Lord. Hat so ein Cape. Lennathamhi. Ha, Lennathamhi. Finde ich gut. Wood-Elfen. Und noch mehr. Wood-Elfen. Sieht halt ein bisschen anders aus. Eine Lookout-Plattform. Bam, bam, bam. Kleine Dingin. Nett. Und ein Haus. Da sind sogar Bögen drin. Und oh, guck mal. Oh, cool. Lennathamhi. Lennathamhi. Ich kann leider kein Elbisch, ich kann es nicht übersetzen. Und damit hätten wir die Elfen abgeschlossen. Nur ein Stückchen weiter und schon befinden wir uns in Gondor. Hier sind gondorianische Wachen, Gondor-Wachen. Gondor is not as great as it once was. Ja, wir können hier mal so in ein Gondor-Haus reingehen. Ganz viel Zeug. Hier sind auch wieder Bier und Tränke und so. Och, Leute, die Türen nerven ja echt. Ist halt so ein kleiner Außenposten. Hier sowas. Gibt es hier, das ist halt Gondor. Naja, Reste von Gondor sind das. Die sind hier überall auf der Karte zerstreut, wenn man da nochmal auf die Karte guckt. Da hinten sind noch so ein paar. Und hier sind auch überall gondorianische Soldaten. Geben wir auch mal Gondor ein. Dann sehen wir hier ein paar Blöcke. Gondor Rock, Beacon of Gondor. Den können wir natürlich auch mal zeigen. Bricks, ganz viele. Carved, Messy, bla bla bla. Walls. Crafting Table. Und natürlich die Spawn-Eier. Die gucken wir uns schnell an. Zack und zack und zack. Da war mein Handy. Und den Archer haben wir vergessen. Dann Fortress und Smithy einmal. Dann gibt es noch Gondorian Schwerter, eine Rüstung, Speere, Daggers, Warhammer und einen Helm noch dazu. Wir gehen raus, gucken uns einmal diesen Beacon an. Den kennen ja, sollten eigentlich alle kennen. So, da stelle ich mal einen hin. Und hier stelle ich auch mal einen hin. Und wenn ich mir jetzt Flint und Steel hole und den hier anzünde, müsste der da hinten auch angehen. Normalerweise. Jetzt brennt er richtig. Und da ist der andere angegangen. Haha. So kann man also auch schnell Signale übermitteln, auch Multiplayer. Bestimmt eine super Sache. Gondor Soldier. Alle nicht ganz zu Gondor gehört. Aber da gehen die erstmal alle drauf. Finde ich sehr gut. Dann Blacksmith. Mit dem kann man auch handeln. Alle, die so Geld in der Hand haben, mit denen kann man übrigens handeln, wenn man eine bestimmte Stufe da oben erreicht hat. Der Kapitän. Und der Archer. Und dann noch das Fortress. Zack. Das, was wir gerade hatten. Und der Smithy, den hatten wir hier noch nicht. Der sieht so aus. Zack. Ganz nett, ne? Hier sind dann auch manchmal Sachen drin. Gerade scheinen da nicht. Hier sind ein paar
Ambosse. Ist natürlich auch ganz super, wenn man so startet und sowas findet. Und wir befinden uns gleich im nächsten. Bis gleich. Da sind wir schon wieder zurück. Und zwar jetzt in den Misty Mountains. Man sieht es auch schon ein bisschen. Unsere Sicht ist ein bisschen geblurrt oder ein bisschen, naja, voller Schnee halt. Komplettes Gebiet voller Schnee mit schönen großen Bergen. Da ist noch ein größerer, da fliegen wir mal eben schnell rauf. Achievement Get Mountainer. Da können wir gleich auch noch mal eben kurz zukommen, wo wir gerade hier oben sind. Denn hier oben ist nicht so viel zu zeigen. Ist halt sehr hoch und weiß. Ne, Misty Mountains halt. So. Und jetzt gucken wir uns mal die Achievements an. Hier sind nämlich verschiedene Achievements, die man, ja, erreichen kann halt. The Shire, Area Door, Misty Mountains, Mirkwood, Iron Hills. Die habe ich übrigens nicht gefunden leider, da müssen wir uns gleich nochmal die einzeln angucken, die Zwerge. Lothlorien, Rohan, Dunland, Fangorn, Gondor, Deadmarsh, Mordor und das war's. Dann gibt es noch verschiedene Caves, wenn man verschiedene Sachen, ja, erfüllt hat, kann man die Caves und noch verschiedene Einstellungen auf L. Kommt man dahin. Und wir gehen weiter ins nächste Gebiet. Wir befinden uns jetzt in einem Ork-Lager, einem Ork-Camp in Mordor natürlich. Hier sind jetzt nicht so geile Sachen drin, aber hier waren gerade schon mal geilere Sachen drin. Ork-Dagger zum Beispiel. Hier sind natürlich auch Orks und hier sind auch Ork-Crafting-Table, die wir natürlich nicht benutzen können, weil wir noch keine guten gekillt haben. Ja, was man so noch über Orks wissen kann. Ups, das war die Karte. Inventar. Ork. Eingeben. Torch ist natürlich, naja. Ork-Stil gibt's. Ork-Sachen zum Aufbauen. Bomben. Ork-Spawner natürlich. Steel-Bars. Ein Forge. Ganz viel Ork-Jaw. Also auch, die können sie auch betrinken. Rüstungen. Spawn-Eier. Die wir uns natürlich wieder angucken. Dann Buildings, die man sich spawnen kann. Und natürlich auch alle möglichen Werkzeuge und Ben. So. Gucken wir uns die Orks an. Normaler Ork. Ork Bombardier. Der hat so ein Stückchen in der Hand. Könnte ich auch mal eben den Game Mode schnell wechseln. Game Mode 0. Muss ich aufpassen. Da, das meine ich nämlich. Er zündet nämlich eine schöne Bombe und sprengt ein ganz schön großes Loch, finde ich, in den Boden der Bombardier. Dann zu dem Trader, der kann natürlich was verkaufen. Brauchen wir natürlich auch. Ein Archer und ein Captain, der so einen Spieß in der Hand hat, der kann auch irgendwas verkaufen. Sonst hätte er kein Geld in der Hand. Und dann unterbreche ich eben und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt geht's weiter. Wir machen noch natürlich die Buildings, die punken wir mal hier unten irgendwo hin, wo gerade ein bisschen Platz ist. Oh, guck mal, die meine an. Ein Olokai. Hallo. Ich will jetzt nicht 70 mal draufhauen. So, machen wir hier. Das ist ein Ork Dungeon. Oh, wie nett. Wie süß. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ich speise erstmal die Spawn-Eier hier rein. Silber, Gold, Silber. Knochen. Ein Ork Warhammer verzaubert mit Smite. Das ist natürlich gut. Dann können wir jetzt auch mal auf den dicken gehen. Einfach mal draufhauen. Bam. Bam. Von oben am besten. Oder so irgendwie. Keine Ahnung. Was am meisten Schaden macht. Jetzt haben wir plus 3 da oben bekommen. Man sieht das. Weil wir einen Bösen getötet haben, sind wir stärker geworden. Und er hat Steel und Trollknochen gedroppt. Ja, dann ein Tent. Spawn also random irgendwas mit. Maggot Brot, das ist nicht so toll. Und ein Forge-Tent. Weil ein Ofen drin ist, Ork-Forge. Funktioniert genauso wie alle anderen Forges auch. Mordor Rock brauche ich jetzt nicht im Inventar. Und dann begeben wir uns zum nächsten Punkt. Ist das schon der letzte Punkt? Ich weiß es, glaube ich, gerade nicht. Ich guck mal. So, jetzt sind wir bei den Dúnedain.
Ja, ist ganz nett. Ich glaube, es sind die Dunedain. So ein kleines Feuerchen und hier geht's raus und so. Und ja, viel ist hier nicht. Sind halt so ein paar Dunedain, Leute. Wir gucken jetzt noch mal ein bisschen uns im Inventar um, was wir noch so finden können. Hier sind natürlich ganz viele Blöcke. Quendite, Nerite Ore, was man halt alles finden kann. Man kann sich hier wirklich ein paar Stunden wirklich drin hängen. Stalaktiten, Talagmiten, alle möglichen Öfen, Trollstatuen. Trolltotem, ist das ein Boss? Kann man gerade zusammenbauen. Armor Stands gibt's auch, das finde ich sehr nett. Hier natürlich die ganzen Sachen zum Essen. Hier den ganzen Copper, Tin, Bronze, Silber, Mithril, Orkstahl, Dwarfstahl. Ach genau, die Dwarfs müssen wir noch zeigen. Hier ein paar Waffen, da noch mehr Waffen, Combat, alles mögliche, Rüstung. Gandalfs magischen Stab können wir noch eben zeigen. Und dann zeigen wir noch die Dwarfs. Dwarf-Stil natürlich, klar. Dwarf-Ward ist irgendwas zum Pflanzen, keine Ahnung. Oder Dwarf-Warrior, Dwarf-Mine, Kommande. Müssen wir die anderen Töter erstmal wegwerfen. Ne, bleibt man bei Dwarf. Oh, mein Handy. Wir gucken erstmal eben, was sie hier, diese Statue, macht die irgendwas, wenn man die so hinstellt? Weiß nicht. Könnte sein, dass man da irgendwas machen muss, wenn man die funktioniert. Gandalf Start. Stab kann halt so, wenn man den auflädt mit Rechtsklick, so ein bisschen was machen an Magie. Viel Schaden macht das jetzt nicht, wenn man darauf schießt. Gucken, wie viel Umgebungsschaden das Ding macht. 3. Da hat er gar keinen Umgebungsschaden gemacht. Auch nicht. Wenn überhaupt. Level jetzt mal schnell ein bisschen, damit wir mal gucken, dass da oben auch was passiert. Orks bringen natürlich jetzt nicht so viel. Bringen wir nur einen. Ich weiß gar nicht, warum nur Orks waren. Da ist auch noch einer. Zack. Zack. Kann er die Dinge natürlich auch hauen. Macht auch ein bisschen Schaden. Macht viel Schaden. Kann man sich nicht beschweren. Das so schlimm. Da ist noch ein Ork. Bam. Bam. Meine Zielkünste sind wieder allererste Sahne hier. Und ein Ork brauchen wir noch. Dann haben wir 10. Hier sind noch ein paar. Da oben gesammelt. Dann müsste, genau. Jetzt haben wir ein neues Level gekriegt da oben. Jetzt können wir bis 100 machen. Und ja. Ich bringe auch noch um. Critical. Sonst viel Stuff. Den Stuff auch weg. Jetzt nochmal Zwerg. Heißt. Verdammt. Dwarf. Dwarf. Eingeben. Dann haben wir hier den ganz normalen Dwarf, den Warrior, den Miner, den Commander, den Axe-Thrower, Dwarfhaus. Dwarfbone. Nö. So, als maler Dwarf. Hallo, du. Warrior. Miner. Der kann halt auch was verkaufen. Kann ich mit dem irgendwas handeln? Ne, ich muss noch mehr erfüllen. Commander. Axe-Thrower. Und ein Dwarfhaus. Ach ja, die Türen sind ja versteckt. Wollte ich mich gerade schon wundern. Sieht ganz nett aus. Gibt auch noch Dwarf Dungeons. Die dann halt sehr weit. RNF. Die halt sehr weit nach unten gehen. Ich weiß nicht, warum man die nicht spawnen kann, aber alles andere. Das finde ich auf jeden Fall sehr geil hier. Dass man die Tür nicht immer sieht. Oder nur sieht, wenn man. Ne, die verschwindet ja. Es fällt fast nicht auf. Ist halt ein bisschen. Scheint halt ein bisschen Licht durch. Wenn man das hier so ein bisschen verstecken würde. Würde das gar nicht auffallen. So, jetzt gehen wir nochmal Spawn ein. Gucken uns nochmal an, ob wir irgendwelche Strukturen uns noch angucken könnten. Hobbit hatten wir alles. Hawk Dungeon hatten wir.
Elfenhäuser brauchen wir nicht unbedingt. Haben wir auch gesehen. Dwarven Tower. Dwarven Mine. Die heißen natürlich anders. Kann ich ja nicht riechen. Haben wir hier noch. Beacon Tower. Zack. Er wird gerade auf ihn geworfen. Hier wurden Äxte geworfen, wie man sieht. Der wirft da weiterhin mit Äxten. Zack. Aha, sehr gut. Dorfs hatten wir. Weg damit. Weg, weg, weg. Haus hatten wir auch. Weg damit. Tower. Ein kleiner Zwergentower. Ne? Ist logisch. Halt etliche Etagen. An manchen ist was. Sind Kisten mit, naja, müsste man halt so ein paar davon farmen. Und den Minen-Entrance, der sieht dann so aus. Mal von oben rein. Dann kann man hier runter in eine Mine. Zack. Und dann geht das meistens hier weiter. Das jetzt natürlich nicht, weil das nur ein Entrance ist, den ich gespawnt habe. Hier sind auch noch Dwarvenöfen, natürlich. Wieder rausfliegen. Können wir auch noch eben den Beacon Tower beschwören. Huch, da sind Waage. Guck mal eine an. Dagegen können natürlich die Zwerge gar nichts. Und hier ist noch einmal so ein Beacon Tower. Davon kann er natürlich auch mehrere dann machen. Oh. Schaffen die das? Ich glaube nicht. Oh doch. Sehr gut. Gondorianer sind also sehr gut. Das war's, glaube ich, im Groben von dieser Mod. Es gibt natürlich noch viel mehr, zum Beispiel alle möglichen Rezepten, die ich jetzt euch natürlich nicht verraten habe. Ganz viele Saplings natürlich zu den verschiedenen Bäumen. Troll, Olokai, Mountain Troll. Ents hatten wir ja auch schon. Es gibt eigentlich so viel Schönes noch in dieser Mod, dass man das gar nicht alles in einem Video beschreiben kann. Battle Axe. Hier haben wir, glaube ich, relativ viel gespawnt doch. Was ich euch zeigen wollte. Ja. Stab von Sauron kann ich euch vielleicht noch mal eben zeigen. So halt spezielle Sachen. Und dann hätten wir das auch, glaube ich. Ja, sieht nicht aus, als wird hier noch irgendwas Interessantes sein. Crossbows gibt es natürlich. Kann ich vielleicht auch mal eins zeigen. Warum auch nicht? Kaputte Schwerter. Slings sogar. Cool. Brauchen wir dafür Mr. Rap oder Pebble? Keine Ahnung. Eins davon brauchen wir bestimmt. Ach, ich brauche ja nicht. Ich bin im Creative Mode. Die Rucksäcke gehören nicht dazu. Morgul. Können wir uns gleich mal eben verkleiden. Und da gibt es noch viel mehr, was ich einfach alles jetzt nicht schaffen kann. Ich glaube, das sind ganz normal. Ich glaube nicht, dass da irgendwas zukommt. So, wir ziehen uns mal eben die Klamotte hier an. Ah, sieht fast so aus. Naja. Sling. Bam, 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 bam. Turn into attack an allied NPC with a friendly fire setting disabled. Aha, interessant. Kann man also auch selber einstellen, ob man eine freundliche, also wenn die zu einem gehören, angreifen kann oder nicht. Man muss sich halt am Anfang entscheiden. Dann der Crossbow. Pew. 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 Muss man bestimmt auch eigentlich nachladen. Und der Stab von Sauron. Ist ungefähr das gleiche in grün, also schwarz. Aktion Friendly Fire on. Oh. Macht kaum Schaden. Kaum. Bam. Und jetzt wurden wir das abgezogen, weil wir jetzt einen guten getötet haben. Und Geld. Das ich nicht aufsammeln kann. Interessant.
Gut, ich würde sagen, das war's von der Mod. Ich ziehe mal diesen und sind wieder aus. Und so. Da bin ich, der Frodo. Also ich habe mir nur für diese Mod was anderes angezogen. Und ich würde es wirklich appreciaten, wenn ihr in der nächsten Mod-Vorstellung oder im nächsten Video wieder dabei sein wollt. Danke für über 120 Abos mittlerweile. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke und tschö.